Finale 3 zwischen den Adler Mannheim und dem EAC Red Bull München. Fokussierte Spieler, unter anderem auch Matthias Plachter. Der soll direkt zu Spielbeginn im Mittelpunkt stehen. Denn es dauert gerade mal 5 Sekunden, bis er das 1:0 für die Adler erzielt. Direkt vom Bulli weg, das schnellste Playoff-Tor in der DEL-Geschichte. Und damit stellt er auch den Rekord für das schnellste Tor überhaupt ein. 1998 hatte André Faust mal für Augsburg in der Hauptrunde nach 5 Sekunden getroffen. Nun also auch Matthias Plachter, der perfekte Start für die Adler Mannheim. 2,5 Minuten sind gespielt. München kriegt die Scheibe hinten nicht raus. Und dann passiert das. Parks mit dem Kniecheck gegen Sinan Akhtar. Die Schiedsrichter beraten sich und geben 5 plus Spieldauer gegen Trevor Parks. München verliert damit den nächsten Stürmer, nachdem auch Mark Vokes vor dieser Partie schon ausgefallen war. Lange Überzahl für Mannheim. 5 gegen 3, weil München eine weitere Strafe zieht. Da versucht es Koloric zunächst aufs kurze Eck. Dann findet er Desjardins und der hämmert die Scheibe unters Dach. 2:0 für die Adler. Das Ganze per Videobeweis nochmal überprüft. Denn der Schuss ist so hart, schwer zu sehen. Aber er schlägt da unter dem Dach ein, hinter Danny aus den Birken. 2:0, die völlig verdiente Führung für die Adler. Schon das 8. Tor in den Playoffs für Andrew Desjardins. Hier sieht man nochmal die Scheibe ganz klar hinten drin im Tor, der Treffer regulär. München hat in diesem ersten Drittel kaum etwas zu melden. Hier mal eine Offensivaktion von Mitchell, der macht das stark, trifft die Scheibe aus der Luft und trifft die Latte. Das Ganze nach Vorarbeit von Matt Stajan. Ansonsten haben die Adler in den ersten 20 Minuten alles im Griff. Pavel Groß sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die immer weiter marschiert. Wir springen ins zweite Drittel, da die Münchner zwar besser, aber den Treffer, den nächsten, den machen die Mannheimer. Reingearbeitet die Scheibe und es ist wieder Andrew Desjardins. Sein 9. Treffer in den Playoffs. Wolf geht nach, Desjardins geht nach und dann trifft er Ryan Button. Sein Schuss kommt von hinter der Torlinie. Mannheim schraubt die Führung auf 3:0 hoch. München muss jetzt also liefern, noch ohne Überzahltor in dieser Finalserie gegen Mannheim. In dieser Szene aber soll es klappen. Nach dem Schuss von Wolf nachgearbeitet, dann Elis mit dem Auge für Patrick Hager. Der Anschlusstreffer zum 1:3. Patrick Hager mit dem Helm des Topscorers nach dem Ausfall von Mark Vokes. Und etwa die Hälfte des Tores gehört Elis, der hier schnell schaltet und sieht, dass Hager freie Schussbahn hat. Klasse Vorarbeit. Damit dieses dritte Finalspiel wieder spannend, denn München mit einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Drittel. Da schien Don Jackson die richtigen Worte gefunden zu haben in der Kabine. Im letzten Drittel allerdings kann sich München nicht mehr aufbäumen. Stattdessen dumme Strafen wie hier von Tobi Eder oder von Ryan Button. München fiel auf der Strafbank. Und eine der Überzahlsituationen nutzen die Adler, um den Deckel drauf zu machen. Wieder wird gearbeitet und wieder landet die Scheibe im Münchner Tor. In Überzahl ist es Tommy Huhtala, der Finne mit dem 4:1. Er mit der Entscheidung, ähnlich wie beim dritten Tor, vom Bulli weg. Mannheim gewinnt die Zweikämpfe, Mannheim geht drauf, Mannheim arbeitet und Danny aus den Birken zum 4. Mal geschlagen. Mannheim geht damit in der Serie zum 1. Mal in Führung. Ja, die stehen defensiv gut und wir sitzen viel zu viel auf der Strafbank. Also, das war mir eigentlich gar nicht gewöhnt, das ganze Jahr über. Und jetzt, besonders also jetzt im Finale gegen die, sitzt man fast nur auf der Strafbank und da kannst du keine Spiele gewinnen. All four lines did a good job. We stuck to our game plan, just rolling the lines over, keep the pressure on. Just doing the right things defensively. Our D played really hard. Im 7. Duell in dieser Saison zwischen Mannheim und München gewinnt zum 1. Mal die Heimmannschaft, die Adler. Sie führen in der Finalserie 2:1.